Für Tim ist der Moment gekommen, wo er gesagt hat, jetzt reicht's. Er ist der Außenseiter an der Schule und bekommt nur eins drauf. Verbal, physisch. Als jetzt auch noch Cybermobbing dazukommt, wurde er einmal zu viel herumgeschubst. Und jetzt fängt er an, zurückzuschlagen. Das macht er aber auf sehr ungewöhnliche Weise. Wie genau, weiß Klara Wignanek. Früher war Tim an seiner Schule für sein Lauftalent bekannt. Jetzt ist er Zielscheibe von Hänseleien und Beleidigungen, bis in die sozialen Netzwerke hinein. Als sich durch das Mobbing auch sein bester Freund von ihm abwendet und ein schockierender Vorfall die gesamte Schule erschüttert, will Tim endlich handeln. Chi è fessolo? Tim! Volete fermé? C'est qui? Moi je sais pas. Yes, mon pote. C'est qui? Je suis pas un stoule. T'es sérieux là? C'est que tu veux pas stouler comme tu dis, enfermer ton ami dans une case puis y a la chienne en ce moment. Pourquoi t'es protège? C'est pas de vos affaires. Non. Si un élève subit une intimidation dans l'école, c'est de mes affaires ça. Oui, sauf qu'après là. C'est à moi qui vais le faire, c'est moi qui vais manger la marbre. Puis ça va être 100 fois pire. Oh fucking no. Tim. Der Film erzählt das Thema Mobbing und sein Vordringen auf Facebook und Co. nicht neu. Aber er nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Authentisch und direkt zeigt er, was die täglichen Angriffe mit einem Menschen machen. Tim will sich nämlich nun an seinem jahrelangen Peiniger rächen und hat dabei das große Ego seines Klassenkameraden im Visier. Dafür will er ihn beim nächsten Wettlauf der Schule auf der 800-Meter-Strecke schlagen. On a un mois pour t'amener au top. Là, on va miser sur ta force principale, tes tripes. On va repousser tes limites. Quand tu vas être à fond, il va falloir que tu ailles encore plus vite. T'es à 1,56. Si tu veux faire les nationaux, c'est 1,54. T'as deux secondes à aller chercher. Puis ces deux secondes-là, ça va être les plus souffrantes de ta vie. Es-tu prêt pour ça? Drop! Sprint! Ok, ça fait mal ça? Ouais, je te crois pas, j'en veux d'autres. Allez, let's go! Allez! À vos marques! Pas le temps de refroidir. À vos marques! Hop! 1,56-70, récup un tour, on en fait un autre. 1,54 ist in meinen Augen ein guter und vor allem wichtiger Film. In Tims schlimmsten Minuten bin ich ihm so nah wie einem guten Freund und würde mich am liebsten schützend vor ihn stellen. Obwohl der Film jetzt als Video on Demand nur in Französisch mit deutschen Untertiteln zu sehen ist, lohnt er sich auf jeden Fall. Auf seine ehrliche und schonungslose Art zeigt er, was für den einen nur Spaß, für den anderen wie Folter sein kann. Bitte mehr davon.